Hallo Leute und willkommen zurück zu Dark Parables 5, die letzte Cinderella. Es geht weiter hier im Wimmelbildspiel und das lassen wir uns nicht entgehen mit dem Pinocchio. Und wir wollten uns, glaube ich, hier zuletzt umsehen, erinnere ich mich, obwohl es schon wieder eine Woche her ist, dass ich aufgenommen habe. Das Architektur verrät uns jetzt wieder von lange ab. Genau, das hatten wir schon. Hier können wir was einsetzen. Haben wir aber wahrscheinlich noch nicht. Ob es hier Chamäleon-Objekte gibt oder nicht, das weiß ich auch nicht. Was haben wir hier? Dieser Stammbaum zeigt jede Stiefmutter, die von der Göttin der Hofdamen auserwählt wurde. Dann nimm mal die komische Sense. Langer Haken. Wie? Warum ist die aber so und die anderen nicht? Und ja, okay. Was hatten wir hier? Magischer kugelförmiger Gegenstand würde gut in die Hände der Göttin der Hofdamen passen. Ja. Okay, dann gibt es jetzt hier überhaupt nichts mehr, oder? Wie? Weil, achso, ich muss hier hin. Warum kann man da nicht einfach mal so per Schnellreise hin? Hier sind wir nämlich falsch. Ich glaube, wir müssen hier erstmal wieder zurück. Damit wir dann hier reingehen können. Geradeaus, geradeaus. Vielleicht das mit dem Kürbis? Dass wir das Ding jetzt hier irgendwie einsetzen können. Wo muss ich denn da lang? Hier oben hin? Ja. Hier war irgendwas, was ich einsetzen kann. Was denn? Ich kann mir das gar nicht merken. Hier das mit dem Schlüssel eher nicht. Ist hier, was dann? Was ist hier? Ich dachte, ich soll hier hin. Ach, hier. Ach, der Olivenzweig. Okay, der hier gehört. Okay. Alles klar. Nee, kann ich mir nicht merken. Jetzt haben wir hier wieder was Schönes. Grün, gasiges, ekliges. Am Grund der Spüle liegt etwas. Ich muss einen Mechanismus in diesem Zimmer finden, um das giftige Wasser abzulassen. Also irgendwo im Zimmer, nicht unbedingt da dran. Was haben wir hier? Das nehmen wir aus. Und ein Käse. Käsesymbol. Okay, sie geht jetzt hier in das Loch rein. Das ist wichtig, wenn ich die Maus zurück zum Laufrad locken möchte, brauche ich das richtige Futter. Ja, den habe ich ja hier mit dem Käse. Aber ist das nur ein Symbol? Aus den Kleidern trieft giftiges Wasser auf den Boden. Ja. Diese Maschinen sorgen dafür, dass die böse Stiefmutter die Ballkleider vergiften kann. Ach, Leute, das ist doch alles so kompliziert hier. Kann man hier nichts machen? Merkwürdige geformte Schalter für das Laufrad wurde entfernt. Also den habe ich hier auch nicht. Aus den Kleidern trifft giftiges Wasser auf dem Boden. Was kann ich hier überhaupt noch was machen? Was soll ich denn hier machen? Ach, ich habe das sogar. Oh. Ich dachte, ich muss es noch finden. Dieses Rad wird sich ohne eine darin befindliche Maus nicht okay. Kriege ich die hier irgendwie wieder zurückgelockt? Komm mal raus. Wie mache ich das jetzt? Ich meine, das ist ja nur ein Käsesymbol. Das ist ja kein richtiges Futter, ne? Sag mal, wo ich lang gehen soll. Ich glaube, ich soll hier wieder doch nach rechts. Da rein. Es muss hier irgendwas geben. Die zweite Cinderella hatte ich schon fertig gebastelt. Langer Haken, kannst du das irgendwie... Hier. Was denn? Ach, das Käsesymbol. Für den Käse. Das ist ja auch schon lange her, dass wir hier den Käse gefunden haben. Dann können wir ja zurück. Oh, und der Käse wird zu futtern geben. Hallo, kleine Maus. Oh, ein Käse-Maus-Rätsel. Locke die Maus aus dem Loch zum Rad mit nur 7 Stücken Käse. Wie mache ich das jetzt? Also ich fange mal hier an. Gehe hier hin. Kann ich dann hier rüber jumpen? Toll, das geht schon mal nicht. Das sind 3 Schritte. 4, 5, 6, 7. Geht das? Oder zählt das als Dings dazu?
Okay, fangen wir nochmal an. 1, 2, 3, 4. Kannst du da nicht rüber? Nee. Und hier so rüber? Es muss doch eine Abkürzung geben. Da kannst du nicht hin. 3, 4, 5, 6, 7. Das geht nicht. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kannst du hier hin jetzt? Kannst du da hin jetzt? Das geht nicht. Mit 7 Stücken Käse. Warum kannst du hier denn nicht... warum gibt es hier keine Abkürzung? So, hier jetzt rüber. Dahin. Dahin. Ah, das geht. Okay. Guck mal. Ah. Da muss man schon pfiffig sein wie ein Fuchs bei der Maus. So, und jetzt ist die Maus wieder hier. Und nun? Die Maschine läuft nun rückwärts. Jetzt? Was habe ich jetzt davon? Die Pumpen für diese Spüle werden von einer Maus in einem riesigen Laufrad angetrieben. Ist das jetzt hier? Ach so, das ist, hat jetzt aufgehört hier, alles klar. Oh. Huh. Hier muss Stiefmutter ihre fertigen Kleider ausspülen. Die sind jetzt aber weg. Die hat sie mitgenommen. Der Geist der Stiefmutter. Gibt es jetzt hier nichts mehr zu holen? Na, dann gehen wir hier wieder. Wo soll ich denn hin? Geradeaus wieder. Nee, ich soll wieder da oben hin. Was denn jetzt? Sandelholzparfüm. Die Parfüms? Wo waren die denn nochmal? Die waren doch woanders. Die waren die hier oben? Wo seid ihr Parfüms? Ja, die waren hier. Okay. War das richtig? Mensch, das mit den Parfüms von damals war sogar richtig. Schrankschlüssel. So, pass auf. Schrankschlüssel, Schrankschlüssel. Der muss dann nach oben. Hier rein. Mit wieder rankommen. I'm sorry. All I wanted was to revive my husband. He was a good man, you know. Before he was corrupted by the evil trees and turned into the puppet master. Detective, please find the magic glass wand and defeat my husband so that he may return to his old self. Also, take this. It might be useful to you. Ach, soll ich das jetzt nehmen? Nee, das kriege ich automatisch. So. Es ist schon ein bisschen gruselig, dass sie hier drinnen sitzt, nachdem sie mir sagte, dass ich den magischen Glaszauberstab finden muss, um ihren Ehemann zu besiegen, Stabstiefmutter. Das ist doch gruselig. Oder sehe nur ich das so? Saphir-Anhänger. Okay, mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Ja dann, Tür zu. Mach's gut. Kapitel 9. Gut, dann, muss ich jetzt... Alles klar, ich muss raus und hier hin. Denn hier gibt es jetzt ganz viel zu tun. Zum Beispiel kann man hier jetzt wimmeln. Wir haben noch gar nicht gewimmelt in diesem Part. Ja. Dinge, die so aussehen, als könnte man sie mitnehmen. Das da vielleicht? Das da? Nö. Ist ja gar nicht mal so einfach, oder? Ich bin nur gerade noch nicht warm gewimmelt. Der Stock da, ist das schon mal fertig. Dann suche ich hier so eine kleine Schale, die gar nicht mal so klein ist. Und eine Blume und ein Ding mit so einem, mit so einer Kugel dran. Das Teil hier. Wo ist es denn? Vielleicht hinter... Ja, okay. Kann ich lange suchen. Das wollen wir auch. Und das da. Wo ist denn jetzt das Teil? Das da. Ach so. Man hat aber die Kugel gar nicht gesehen hinter der Katze oder so. So, was haben wir jetzt?
So. Willst du den Saphir-Anhänger? Nee, den sollen wir irgendwie... Detective, you've saved me again! The magic glass wand will help us get back to the Forbidden Grove! Hm. Da könntest du recht haben, kleiner Pino. Und noch ein Wimmelbild. Das ist schön, dann weiß ich wenigstens immer, was ich gerade machen soll. Weiß nicht, manche Sachen sehen einfach so aus, als könnte man sie mitnehmen. Das sieht man einfach. Dabei gucke ich gar nicht hin, was wir suchen. Jetzt muss ich aber wieder gucken. Das Riesenteil hier. Das da. Und jetzt noch so ein Ring-Ding. Und so eine Scheibe halt. So. Tada! Königsemblem. Was machen wir nur mit den ganzen Emblemen? Die werden noch ihren Einsatz kriegen. You haven't eaten for days. Go away. Don't bother me. Okay. Reden einfach mal irgendwelche Leute. Hier wurden Spiegel verschiedener Größen abgelegt. Hat sie die böse Stiefmutter als Portale verwendet? Wahrscheinlich. Aber ich weiß nicht, ob wir die wieder herstellen können. Frisches, klares Quellwasser. Schön. So. Königsemblem. Soll das jetzt... Nee, das passt doch alles nicht. Das ist doch nichts für... Das wird doch nichts. Sollen die vielleicht... Ach, vielleicht sollen die hier alle rein. Du? Guck mal. So zu den passenden. Nicht? Warum denn nicht? Das wird doch passen. Naja, nicht so richtig passen, aber... Nicht. Gut, dann... Gibt's hier auch nichts zu tun. Wo soll ich hin? Doch hier hin. Doch hier hin. Hier ist etwas zum Wimmeln. Ja. So, jetzt brauchen wir noch so das Ding da oben links. Dann brauchen wir noch die Maus, den roten Stein, ein Stück Krone. Ein Stück Krone? Krone? Jemand ein Stück Krone? Ja, ich bin zu ungeduldig. Ich weiß, ich könnte auch länger suchen. Da habt ihr natürlich recht. Das sieht aus wie die Krone. Das ist die Krone. Notenschlüssel. Ach, das wird keine Krone, das wird ein Notenschlüssel. So. Wo kommt das denn jetzt wieder hin? Hier gab es doch nichts mehr, was man machen kann. Hier, da drinne. Notenschlüssel, 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 Notenschlüssel. Ich war richtig hier. Man kann doch hier nirgendwo klimpern. Ich weiß, dass es hier so ein Musikinstrument doch in der Nähe gab, wo man... Aber das wird doch dafür nicht sein, oder doch? Da soll der Notenschlüssel da vielleicht hin? Das war doch hier. Guck mal, ja, tatsächlich. Mensch, Gedächtnis. Aber uns fehlt noch das andere Stück und dann noch linker Kürbis. Ach, und dann meinte noch irgendjemand hier bei der Treppe. Ist das hier der Treppenraum, der gemeint wurde? Wo hier irgendwo tatsächlich ein Chamäleon-Objekt sein soll. Genau, das hatte ich mir auch noch irgendwie so hinten in mein Hirn hingeschrieben. Gibt es hier eigentlich noch irgendwas zum Einsetzen? Hm. Klick mal hier vorsichtshalber hin, wegen Chamäleon und so. Kann man hier hin? Kann man hier noch was machen? Nee. Dann brauche ich mal einen Tipp wieder, wo es hingehen soll. Gehen wir mal hier lang. Da ist die Figur. Die ist aber fertig. Nee, eigentlich nee. Also hier in dem Raum soll was sein. Aber trotzdem führt mich der Tipp immer weg. Was ist da? Ach, da ist was zum Einsammeln? Göttinnen-Kronjuwel. Ach ja. Das wollt ihr doch auch nicht. Du willst eine komische Kugel. Gehört das hier vielleicht rein? Nee, es sieht ja auch nicht so aus. Wo soll das denn hin? Soll das hier hin?
Das ist doof. Ich mag das gar nicht so zu raten und auf dem Schlauch zu stehen. Aber ich soll schon wieder raus. Warum wird mir denn hier das weiße Ausrufezeichen immer angezeigt, dass ich da was machen kann? Das irritiert mich voll. Was denn jetzt? Was wollt ihr denn jetzt hier? Hier waren wir doch schon mal und haben rumgeeiert. Ach, weil ich ihr ja noch das geben kann. Stimmt. Die waren ja auch gar nicht vervollständigt. Ja, okay. Okay. Zack. Sind wir in einer anderen... Was haben wir jetzt? Geppetto und Pinocchio 3 von 4. Sehr schön. Und wir haben das Notensymbol. Weil ich das jetzt erst gemacht habe, erinnere ich mich natürlich dran, dass ich das einsetze. Nur wenn das immer so eine Woche her ist, denke ich mir, wo war jetzt was und wo soll ich was einsetzen? Um die Magie dieser Kutsche wiederherzustellen, brauche ich die zwei Teile der des Kürbis-Kutschen-Emblems. Hier, Kürbis. Lass es dir schmecken. So. Vor vielen Jahren schenkte die Göttin der Hofdamen den zauberverstärkenden Glaszauberstab der ersten Stiefmutter. Weißt du Bescheid. Aha, aha. Was haben wir hier? Rechtes Mausstück. Soll das hier in die Kutsche? Ja. Aha. Mhm. Hab ich's mir doch fast nicht gedacht. So. Haben wir denn jetzt hier noch weitere... Keine Chamäleon-Objekte, okay. Ist okay, ich verstehe das. Endlich haben wir das Richtige gefunden. Aber da fehlt jetzt immer noch was. Zack. Tada. Was steht hier? Nachdem Stiefmutter Amelia böse wurde, entschied sich die Göttin der Hofdamen, keine weiteren Stiefmütter zu ernennen. Ja. Die will ja auch die Alleinherrschende sein. Können wir die immer noch nicht hier einsetzen? Nein. Nein. Aber hier kann was hin. Ach, jetzt können die hier alle rein. Alles klar. Nein, ich habe es nicht gelesen. Ich muss es lesen. Als Teil ihrer Aufgaben reisten Stiefmütter um die Welt, um Cinderellas in verschiedenen Ländern beizustehen. Stiefmutter Amelia traf auf einer ihrer Reisen einen gütigen Holzschnitzer und verliebte sich in ihn. Das war der Hengst Geppetto. Uns fehlt aber immer noch hier ein Emblem, wie ich sehe. Und jetzt haben wir eine Tulpe. Was mache ich denn mit der Tulpe? Und das weiß ich ja nun wirklich nicht mehr. Also da... vielleicht hier in diesem neuen Bereich. Im Gegensatz zu den Spiegeln im Anwesen strahlt dieser Frieden und Ruhe aus. Hier muss es doch ein Chamäleon-Objekt geben. Oder nicht? Die berühmte Kürbiskutsche von Cinderella. Na. Keine Ahnung, was ich mit der Tulpe machen soll. Da? Da, hier, so da? Da vielleicht. Nee. Wo denn? Diese Blumenkugel hängt außerhalb meiner Reichweite. Warte. Ah. Was habe ich jetzt? Blumenkugel. Und die, das wird bestimmt die Kugel, die wir weitergeben können. Und natürlich soll ich jetzt wieder woanders hin. Nämlich ganz weg. Hier hin. Echt jetzt. Tulpen. Tulpen einsetzen. Hier, ach so. Ja, pass auf. Nein, doch die Blumenkugel. Da ist das andere Emblem. Ah so, okay. Alles klar. Alles klar. Die Göttin der Hofdamen nahm den Glaszauberstab von Stiefmutter Amelia zurück und versteckte ihn in ihrem Tempel. Kristallkugel. Come on, Detective! Pinocchio ist ohne mich auf und davon, ich sollte ihn zur Kürbiskutsche folgen. Kapitel 10. Pinocchio, du sollst nicht mal wegrennen. Pino? We're almost there. Ja! Hier! Hi, Pinocchio. Hey. The pumpkin carriage has enough energy for only one trip. Have you got everything you need? Nein, ich habe immer noch nicht hier die Sammlung der orientalischen Puppe fertig
Und ich habe bestimmt auch noch nicht alle Chamäleon-Objekte gefunden. Und das finde ich sehr wichtig in diesem Spiel, das zu schaffen. Ich werde jetzt aber nicht, weiß auch nicht, was ich machen soll. Ich will die Figur fertig kriegen. Da muss es doch irgendwo noch eine geben. Wo war die denn? Hatten wir noch die orientalische Puppe? Scheiße. Okay, dann gehen wir jetzt mal. Erstmal anscheinend dürfen wir ja nicht wieder zurück. Chamäleon-Objekte, weiß ich nicht. Hier bewegt sich nichts in meinen Augen gerade. Lass mich, Pinocchio. Ich muss das jetzt planen. So. Einfach mal wild. So, wie man es nicht macht. Hier, guck mal da, vielleicht da. Ich glaube, meine Augen, die trügen schon langsam. Es ist ja auch schon wieder Abend. Ja, dann hauen wir jetzt ab. Komm, fahr los jetzt. Come on, Detective. Let's go! Boah, Action. Leute, Action. Ist das jetzt das nächste Kapitel? Ach, sind wir wieder zurück? Also. Das riesige Holzbiest ist verschwunden. Hat es der Puppenmeister gerufen? Ich weiß es nicht, aber ich weiß, dass wir jetzt hier wimmeln können. Wimmeln, bis wir sterben. Wimmeln bis zum Abwinken. Wimmeln. So, wir haben alles für einen Feuerzeptergriff. Feuerzeptergriff. So, jetzt gehen wir mal hier hin und gucken mal, was hier los ist. Diese Axt ist rostig. Sie muss also vor langer Zeit hier liegen gelassen worden sein. Und wer ist er? Die Puppe wurde nicht nur in die Brust gestochen. Ihr wurden auch die Gliedmaßen abgerissen. Das ist traurig. Auch eine Holzpuppe hat Gefühle, wie wir an Pinocchio wissen. Die vogelförmige... Oh, ich habe alle Parabeln fertig. Gott, welche hatten wir denn jetzt zuletzt? Wir hatten die letzte Cinderella, wir hatten die böse Stiefmutter, glaube ich. Geppetto und Pinocchio, machen wir hier mal weiter. Nee, 3 von 4 hier, du. Die Hofdamen der Göttin. Der verbotene Hain. Ich will aber eigentlich erstmal Pinocchio dann fertig haben. Das ist ja dann noch nicht fertig, oder was? Warum wird mir das dann gesagt? Ach, ich habe die fertig. Die Mädels. Once upon a time, there was a Cinderella named Ella. After her father died, she was sent to work in the kitchen by her stepmother. Ach so. One day, news came that the prince had decided to hold a ball. All the girls in the kingdom were invited, but Ella was forbidden to go. Arme Ella. Forlornly, Ella made a wish that she could join her stepsisters at the ball. Hearing her desperate plea, Godmother appeared. She transformed a pumpkin and mice into a beautiful horse-drawn carriage. Then Ella's rags were transformed into a stunning ball gown and glittering glass slippers. Glasschuhe müssen doch voll wehtun. Ich denke mir immer, warum hat man ihr Glasschuhe gegeben im Märchen? Ich meine, ja, es ist was Besonderes, aber es ist doch... Das schnürt doch den Fuß ab, ey, so ein Glasschuh. Arriving at the ball, Ella immediately captured the prince's attention. He fell in love with her gentle nature, and they got married and lived happily ever after. Ah. Es ist in Wirklichkeit gar nicht so. Agnes Koch, die zweite Cinderella. There was once a queen whose beauty was unparalleled. Before she died, she made her king promise never to marry anyone uglier than herself. Years passed, and the king found that the only person beautiful enough to be his bride was his daughter, Agnes. Agnes. Horrified by her father's plan to marry her, Agnes fled. Along the way, she met Godmother, who used her magic to send Agnes to a faraway land, where she would be safe from her father's pursuit. Eifersüchtigen Stiefmütter. Upon arriving, Agnes saved a frog from being devoured by a giant snake. Impressed by her bravery, the frog made his identity known. He was the cursed frog prince of the Black Forest. Agnes married the prince, and they lived happily ever after until her death. Die verfluchte Prinzessin, vervollständige den Cinderella-Schrank. Das Mädchen im Turm, Bianca Pace, die vierte Cinderella. Once there was a girl named Bianca, whose beauty and kind nature attracted many suitors.
Her stepmother feared that her own daughters would not be able to find any husbands, so she had a witch imprisoned Bianca in a cursed tower. One day, a prince happened to pass by the tower and saw that Bianca was trapped. He broke into the tower, freeing Bianca, but fell prey to a curse which transformed him into a hideous ogre. Der Arme. Feeling responsible for the prince's plight, Bianca journeyed to find a cure for the prince. After many trials and tribulations, she found Godmother, who helped her brew a curse-breaking potion. Bianca used the potion to restore the prince to his human form, and he married Bianca. They lived happily ever after. Aber dann ist die Stiefmutter doch gar nicht wirklich böse, wenn die denen immer geholfen hat und so? Oder wie? Und was war das jetzt hier, weil der verbotene Hain... wie bin ich jetzt hier hingekommen? Zu den Mädels? Ach hier, okay, ich kann das leider nicht so erkennen. Uns fehlt aber noch die andere Parabelgeschichte, das waren jetzt nur die, nee, die Mädels sind ja auch noch nicht fertig. Ich habe gerade keine Zeit, die Ranke hinaufzuklettern, um das Himmelsschloss zu erkunden. Ich habe einfach keine Zeit dafür. Ich kann noch nicht jedes Märchen hier erleben und retten. Ich bin Detective. Grüne Runenscherbe. Ja, ich habe nur Zeit für das jetzt hier gerade. Da, 4 von 4. Jetzt müssen wir sie nur noch finden. Die Verfluchte. Warum schwebt dieses Schloss? Wem gehört dieses Schloss? Ich weiß es doch nicht. Frag mich nicht so viel. So, jetzt wollen wir mal hier wieder weggehen. Es wird ja auch langweilig hier und dann gucken wir mal. Es ist bestimmt noch mehr zu tun. Du. You'll never stop me. Was ist mit dir denn da oben? Ja, jetzt kommen die wieder, oder was? Sie müssen wieder abhauen. Puppen, hinfort mit dieser Plage. Mit Hilfe des Glaszauschers kann ich meine Anwesenheit von den Puppen abschirmen, aber ich sollte dennoch vorsichtig sein. Glaszauberstab. Macht des Glaszauberstabs. Wimmeln. Das ist das, was zählt in solchen Spielen. Das wirklich Wichtige. So. Die Rose. Die Steine. Das Ding hier. Die komischen Kordeln. Das rote Ding. Das rote Ding. Das rote Ding. Ein grüner Stein und noch eine Blume. Und das da. Nee, es fehlt noch was. Ein anderes grünes Ding. Ich hab's genau gesehen. Tja. Eine Rose. Eine Rose. So. Und jetzt? Was können wir machen? Kann ich mit dem Glaszauberstab hier die Figuren... verlebendig machen? Nicht? Dann verstehe ich das hier noch nicht. Mit der Hilfe des Glaszauberstabs kann ich meine Anwesenheit von den Puppen abschirmen. Aber ich sollte dennoch vor... Also die, deswegen können sie mich nur nicht jagen oder was. Aber ich kann damit jetzt nichts machen. Oder was? Oder wie? Warte, ich kann doch da auch noch hin. Das vergesse ich ja immer. Hier, die hier. Nee, das ist die vierte. Die haben wir auch fertig. Ach, guck mal hier. Da fehlt doch noch eine Rose, eine Tulpe. Mit Hilfe der richtigen Blumengeisterrose. So. Und jetzt die Tulpe noch. Und dann haben wir das gemacht. Das ist der Hammer. Jetzt können wir da hin. Stop my father. We should destroy the evil tree first. Okay. Der Glaszauberstab kann gegen so viele Puppen nichts ausrichten. Ich muss sie auf andere Weise besiegen. Und ich habe einen Hahn eingesammelt, den ich gerade noch gebraucht habe. Was soll ich denn dann machen? Oh, was ist mit ihr? Bist du gefangen? Catherines Seele ist in diesem bösen Baum gefangen. Ich muss den Baum zerstören und sie retten. Ja, ich bin dabei. Feuer, Glaszauber, alles drauf. Geht nicht. Geht leider nicht. Ja, dann muss ich das anders machen. Das kriegen wir hin. Pass auf. So, wo ist das jetzt hier mit dem Hahn? Der Hahn, da ist der Hahn. Ei, was kriege ich jetzt? Was ist das denn? Das Illuminaten-Glasschuhjuwel. Glasschuh. Ja, kann man machen. Kann man machen. Soll ich denn hin? Soll ich hin?
Soll hier in der Kutsche soll ich was machen? Ach, das soll hier ran und dann kriege ich da so ein kleines Geheimversteck. Dieses magische Feuer könnte noch nützlich sein. Was kann ich zum Sammeln davon benutzen hier? Feuerzepter. Da geht das los hier. Jetzt mache ich euch Feuer unterm Arsch. Scheiße. Kann ich dich hier befreien? Ja! Hurry up, Detective! Ja! Thank you, Detective. Thank you, little boy, for rescuing me. I was made from the wood in this grove. So my life force is weakening too. Just leave me here, Detective. Go defeat the puppet master and restore my dad back to his old self. Aufgabe aktualisiert. Der Baum brennt. Lichterlo. Wir müssen alle retten und Pinocchio liegt im Sterben, weil er aus Holz ist und ist voll spannend. Deswegen mache ich jetzt hier einen Cut und wir sehen uns im nächsten Part von Dark Parables, die letzte Cinderella. Bis dann.